Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Ja, heute habe ich mal wieder was richtig Gutes im Angebot, nachdem ich mir letzte Woche diesen Fauxpas mit diesem M9 Bajonett geleistet habe, was ja nicht so gut abgeschnitten hat. Habe ich mir gedacht, heute zeige ich euch mal wieder etwas, was meiner Meinung nach ein richtig cooles Tool ist. Und zwar ist es ein Messer von der Firma Obey oder Obey. Und ja, mich hat einfach die Form dieses Messers überzeugt. Gut, ich habe jetzt hier schon etwas Lanyard dran gemacht. Der Lieferumfang ist auch schnell erzählt. Ihr bekommt einen Wisch, wo irgendwelche Informationen draufstehen. Etwas Silikagel. Diese Tasche, der einfachsten Art und Weise. Aber um die Tasche soll es ja auch gar nicht gehen, sondern um dieses Tool hier. Jetzt seid ehrlich, sieht das nicht ultra geil aus? Ich habe gelesen, dass es ein Replika ist von irgendeinem bekannten Messer. Ich habe leider vergessen, von welchem Messer. Aber jetzt schaut euch das einmal an. Was ist das denn für eine Wuchtbrumme? Das gibt es ja nicht. Unglaublich. Wir haben hier eine Klinge, die zwar nur, ja, sagen wir großzügig, sagen wir mal 9 cm lang ist. Vielleicht messen wir bis hier hinten, dann kommen wir auf ungefähr 10 cm. Aber das Brachiale hierbei ist, wir haben eine Stärke von 4,5 Zentimetern. Und das ist einfach dieses Erscheinungsbild, dieses Brachiale von diesem Messer. Das Ganze ist natürlich fest, hier wackelt nichts. Das ist wirklich ein purer Genuss, sich das Messer einmal anzuschauen. Auf der Rückseite dieser schön verzierte Clip, wo in dem Clip selbst nochmal ein Messer drin ist. Hier ist das M und ich glaube mich zu erinnern, gelesen zu haben, dass dieses M ein Zeichen dafür ist, wer das Messer in Wirklichkeit rausgebracht hat. Also wie gesagt, ich habe leider vergessen, von wem das Original ist, aber ich weiß, dass es irgendwas mit diesem M zu tun hatte. Wir haben hier einen 440C Stahl. Ich denke, im Original wird da auch ein anderer Stahl verwendet worden sein als wie 440C, wobei 440C Stahl ist kein schlechter Stahl. Auch wenn heutzutage alle immer sagen, um Gottes Willen, du brauchst das und das und das. Der 440C war über lange, lange Zeit ein Standard und ja, ist meiner Meinung nach ein wirklich schöner Stahl, der sich gut schleifen lässt. Natürlich haben wir hier dann auch diese Tantu-Form. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennt. Hier ist halt diese Ecke. Ich sag mal so, zum Schnitzen ist das wahrscheinlich eher nicht gedacht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man damit auch schnitzen kann. Wir haben zwei schön angeschliffene Phasen, die auch tatsächlich auf beiden Seiten recht gleichmäßig geschliffen sind, auch hier im vorderen Bereich. Das passt soweit alles. Hier ist noch eine Fingerkerbe, wobei man da natürlich etwas vorsichtig sein muss. Man kann natürlich hier vorne gut halten bzw. den Finger positionieren, aber man muss halt aufpassen, dass man hier nicht in diesen Bereich dieser Schneide kommt. Weil dann kann es auch schnell eklig werden. Wenn man also hektisch dahin greift, dann kann es passieren, dass man da reingreift. Aber generell finde ich das schon wirklich, wirklich gut zu führen. Das heißt, gerade bei Schnitzarbeiten, wenn der eine Finger hier liegt, der Daumen hier hinten auf der Daumenrampe, war optimal. Also wenn wir jetzt hier einfach ein Holz haben, da lässt sich sehr präzise mitarbeiten. Finde ich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Aber auch alleine diese Optik von diesem Teil. Es ist so ein wirklich, wirklich hübsches Messer. Wie gesagt, ich habe mir hier jetzt noch etwas Lanyard dran gemacht. Einfach so als Gebimsel. Muss man ja nicht machen. Der Griff selber ist sehr stark strukturiert. Ich schaue mal, ob die Kamera das eingefangen bekommt. Das heißt, auch mit nassen Händen oder selbst mit Handschuhen wäre diese Seite sehr gut zu führen. Aber dieser Griff ist natürlich nur auf der Seite, weil wir haben ja gesehen, auf der Rückseite ist interessanterweise nichts verbaut. Das wundert mich jetzt schon. Aber auf der Seite ist ja auch dieser Clip. Das heißt, wenn man es so hält, und ganz ehrlich, normalerweise, wenn ich ein Messer mit einem Clip in der Hand halte, andauernd stört mich dieser Clip. Und hier habe ich das nicht. Man sieht zwar jetzt hier den Abdruck, wo der Clip gegeben ist, gewesen ist, aber man kann das Messer wirklich richtig festgreifen, ohne dass es schmerzt oder wehtut. Ich gehe davon aus, dass sie das vom Original tatsächlich sehr, sehr gut abgekupfert haben, weil diese Griffform, man sieht es ja hier, alles schön abgerundet, keine scharfen Kanten, wirklich, wirklich ein sehr, sehr schönes Stück. Das Messer verriegelt natürlich, das heißt, um es zu schließen, macht man es dort wieder zu. Wirklich, wirklich ein schönes Stück. Was haben wir hier am Gewicht?
Und das Ganze trägt natürlich auf. Natürlich habe ich jetzt hier schon das Lanyard dran, aber das wird, glaube ich, nicht so viel ausmachen. Ich lege es mal so hier rüber. 265 Gramm, wenn ich das richtig sehe. Ja genau, 265 Gramm ist für so ein kleines Messer schon wirklich, wirklich viel. Aber da merkt man halt auch, dass man was in der Hand hat. Natürlich ist das jetzt kein Tool, was man sich eben so in die Hosentasche steckt, beispielsweise für die Arbeit oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur ja, ein Objekt, entweder für die Vitrine, als Sammlerstück, als Original natürlich ein Sammlerstück in der Form. Ich habe auch gar nicht so viele Messer gesehen, die eine ähnliche Bauform haben, außer jetzt spezielle Küchenmesser, beispielsweise so Hackmesser oder sowas für Fleisch. Die haben ebenfalls so eine tiefe Schneide, aber das hier ist schon so ein ganz exklusives Stück. Und dieses Gunmetal, wo das mit lackiert ist, gefällt mir auch richtig, richtig gut, weil das verzeiht Mängel. Das heißt, wenn euch das mal runterfällt und ihr habt hier einen Kratzer drauf, ist nicht ganz so wild. Natürlich, wenn es das Original ist, was dann, keine Ahnung, 400, 500 Euro gekostet hat, dann tut auch das sehr weh. Aber ich meinte jetzt natürlich, bei dem Messer hier wäre das jetzt nicht so schlimm. Ja, insgesamt wirklich ein sehr schönes Stück. Die Tasche, naja, ist verbesserungswürdig. Es ist eine ganz einfache Nylon-Scheide. Sie hält per Klettverschluss, hält aber auch tatsächlich gut. Hat hier hinten auf der Rückseite eine kleine Gurtlasche, damit ihr es transportieren könnt. Und wie gesagt, mehr ist auch gar nicht dabei. Die Verpackung an sich ist halt sehr einfach gehalten. Und das Interessanteste natürlich an dem ganzen Teil ist der Preis. Das Messerchen hat mich 30 Euro gekostet, also aufgerundet 30. Ich glaube 29,95, 29,99, irgendwie sowas um den Dreh. Auf jeden Fall unter 30 Euro. Und ganz ehrlich, dafür kann man sich so ein Messer kaufen. Finde ich super schön. Wäre zum jetzigen Stand sogar noch führungsberechtigt, weil es ja kein Einhandmesser ist. Man kann es vielleicht mit einer Hand aufmachen. Ich weiß nicht, ob man das kann, aber ich bin tatsächlich zu dumm dafür, weil diese Kraft, die man braucht, das rastet am Ende auch ein. Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie magnetisch noch gehalten wird, aber genau aus dem Grund ist es so nicht möglich, das mit einer Hand zu öffnen. So vielleicht? Ja, so würde es gehen. Also wenn man da ein bisschen mit übt, könnte man das natürlich auch so mit einer Hand öffnen. Aber ganz ehrlich, wer macht das denn schon? Das ist ja dann eher dieses Showrunner-Prinzip. Das heißt, es ist ein ganz normales Zweihandmesser, was mit zwei Händen geöffnet und auch geschlossen wird. Es arretiert zwar, aber ist bei einem Zweihandmesser egal. Die Klingenlänge liegt aktuell auch noch im Rahmen der Gesetzgebung. Von daher, wenn euch das Teil gefällt, dürft ihr es zum jetzigen Stand, insofern ihr volljährig seid, kaufen und sogar führen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sich die Gesetze da noch etwas ändern werden. Das ist ja jetzt gerade in aller Munde, dass man die Gesetze da deutlich nachschärfen möchte. Und dann wären 6 Zentimeter, glaube ich, maximal die Klingenlänge, was erlaubt wäre. Beziehungsweise, ganz ehrlich, wenn ihr auf irgendwelche öffentlichen Feste geht, sei es Volksfeste oder sowas, nehmt einfach gar nichts mit. Ihr braucht es nicht. Ihr braucht da kein solches Taschenmesser, ihr braucht da auch kein Victorinox, ihr braucht da auch kein Opinel oder ihr braucht da auch kein Rambo-Messer. Auf Volksfesten hat sowas einfach nichts zu suchen. Ich weiß, das wird eine riesige Diskussion auslösen, aber ist halt einfach meine Meinung dazu. Wenn es darum geht, bei der Arbeit, beim Bushcraften, beim Camping, überhaupt da, wo man wirklich seinen Hobbys nachgeht, beim Fischen oder was weiß ich wo, alles klar, gar kein Thema, da stehe ich voll dahinter, dass jeder so ein Messerchen mit sich führen möchte. Aber wie gesagt, auf Volksfesten und so gehört es meiner Meinung nach einfach nicht hin. Und von daher, naja, so viel dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.